Lebensgefahr wegen Dünger. Vielleicht lag es an dem dezenten Hinweis, dass beim lockeren Auslaufen am Morgen einer fehlte, einer, der gestern im Mittelpunkt stand. Giriakos Vorza, 90 Minuten hatte er durchgehalten, nach schwerer Operation, ohne jedes Vorbereitungsspiel. Ja, der Giri hat seine Sache wirklich sehr gut gemacht. Und wir haben nachher gesagt, er soll dann Libero spielen. Er ist ja auf allen Positionen einzusetzen. Hat er praktisch ein ganzes Jahr lang auch nur ganz sporadisch trainiert und hatte aus Mailand eine Verletzung mitgebracht. Im letzten Jahr keine Vorbereitung gehabt, in diesem Jahr keine Vorbereitung. Und mit seiner großartigen Routine und Cleverness und Übersicht kann er sich aber über die Zeit retten. Der ist sehr wichtig für uns. Jetzt muss er versuchen, mal kontinuierlich zu trainieren, damit er dann auch über 90 Minuten das Tempo unserer Mannschaft bestimmen kann. Svorzas Auftritt ein besonderer. Mitten im Spiel wechselt er vom Spielmacher zum Abwehrchef. Rollentausch mit Vorgeschichte. Erster Akt früh zeichnet sich ab, dass der Ägypter Samir als letzter Mann noch überfordert ist. Münchens Bernd Hopsch scheitert mehr an sich als an Lauterns Abwehr. Giriakos Svorza versteht schon zu diesem Zeitpunkt die Welt nicht mehr. Der zweite Akt. Schönberg muss sich um zwei Gegenspieler kümmern. Wieder Glück für Lautern. Beim Kapitän ist das Maß bereits voll. Svorza ist rotzesauer, dreht ab und geht schnurstracks auf den nach seiner Meinung Verantwortlichen zu. Bilder sagen mehr als Worte. Der Rollentausch zeichnet sich ab. Der Schlussakt. Noch einmal steht Samir auf verlorenem Posten. Er kommt schlicht zu spät. Drei Szenen, die zeigen, aller Anfang ist schwer. Kurz danach ist der Positionswechsel endgültig beschlossene Sache. Svorza spricht sich mit Rehhagel ab. Und der Libero für die letzte halbe Stunde heißt Giriakos Svorza. Abmarsch nach hinten. Dafür macht Rehhagel den Ägypter zum Manndecker. Ungewöhnliche Variante und anschließende Erklärungsversuche. Mit dem Sami ist momentan noch ein bisschen ein Sprachproblem und man hat auch gesehen am Anfang, war es ein bisschen unkonzentriert hinten in der Abwehr und da haben wir gesagt, wenn wir mal in Führung gehen, dann müssen wir versuchen, nachher das mit nach Hause zu nehmen. Der Elfmeter für München nach Reinkes Zusammenprall mit Winkler ist einer von vielen Belegen, dass Svorza an diesem Tag, wenn auch nicht unbedingt der Beste, so doch der wichtigste Lauterer war. Er beruhigt die erhitzten Gemüter, signalisiert Nerven behalten. Auch wenn das 0:1 den deutschen Meister zunächst in Rückstand bringt. Gerade 13 Minuten sind da vorbei und der Schweizer ist noch als Spielmacher unterwegs. Unauffällig, aber Wegbereiter zum Ausgleich. Olaf Marschall, wer sonst? Svorzas Stärke, er hat Führungsqualitäten. Auf welcher Position er sie künftig aber einsetzt, steht für die Mitspieler längst fest. Zunächst brauchen wir erstmal einen Schiri im Mittelfeld und das Spiel zu leiten und zu lenken. Und das ist halt wichtiger, glaube ich. Noch war es vor allem Svorzas Präsenz, die ihn zum Auftakt unentbehrlich machte. Nur selten schaltete er sich in den Angriff mit ein, so wie hier. Aber viel wichtiger, trotz großer Schmerzen am operierten Schienbein, er hielt 90 Minuten lang durch. Otto Rehhagel nennt ihn den Spiritus Rector, einen Lenker, den Münchens Trainer Lorand gestern gern gehabt hätte. Denn mit seinem Freistoß leitet Svorza auch Lautern Siegtreffer ein. Zugegeben mit freundlicher Unterstützung einiger wie wild aufgescheuchter Löwen aus München, die erst kaum nachsetzen und dann allesamt den 30-Meter-Schuss passieren lassen. Dass ausgerechnet Samir das goldene Tor erzielt, macht viele Fehler zuvor wieder wett und spricht für sein Selbstbewusstsein. Ich glaube, vom Resultat her können wir sehr gut leben heute, aber wir müssen sicher noch drüber sprechen, über verschiedene Punkte. Für genügend Gesprächsstoff wird Svorza schon sorgen und so viel steht fest, kommenden Samstag gegen Gladbach wird ihn die Düngerwarnung kaum vom Erscheinen abhalten.